Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder mit Valentina, Frank und Sascha. Valentina, Koi-Liebhaberin. Frank, Koi-Liebhaber. Sascha, Konnichi-Stuff. Und ich. Ja, im vorangegangenen Blog hatten wir die zwei Größten zuerst ausgeladen. Das macht man so. Man macht das in Japan auch umgekehrt. Die Schwächsten packt man zuletzt ein und die Ersten und die Stärksten, die vermeintlich Stärksten, zuerst. Warum? Man darf nicht vergessen, wir haben ja eine Transportzeit, X. So. Und wenn man mal überlegt, wenn wir jetzt 60 Boxen aus Japan bekommen, dann dauert allein das Einpacken 4 bis 5 Stunden. Also der, der zuerst eingepackt wurde, ist auch am längsten unterwegs. Und wenn der jetzt noch Pech hat und die Koi, wir kriegen die Kartons natürlich unsortiert, so, also wir wissen natürlich, was drin ist, aber wir machen es so, wie es vom LKW kommt. Wir brauchen auch 1 bis 2 Stunden in Abstand nochmal, also könnte es für den, der als erstes eingepackt wird, wird er als letztes ausgepackt, kann es für den 6 bis 7 Stunden länger gehen. So, Frank, die Hände, das ist das, was ich bei Sascha überhaupt nicht gern sehe. Die Hände in den Hosentaschen, das ist so ein Ding, könnt ich ausflippen. Erst den Sanke, bitte. Du hast durch den Namen deiner Frau geschnitten. Das ist obergeil. So, ein Sanke aus unserer bislang geilsten Sanke-Zucht. Das, was wir derzeit an Showa machen, was wir ihn ja in der letzten Zeit mit Jumbo Tosai, hast du die gesehen in der Auktion, die Jumbo Tosai Showa? Noch nicht? Ist jetzt gerade erst gestartet. Obergeil. Und das, was gerade mit dem Showa passiert, ist damals mit Sanke passiert. Nur, dass wir an der Sanke-Zucht damals nicht weiter festgehalten haben. Die Blutlinie wird trotzdem noch weiter gezüchtet, gar kein Thema, oder kann noch gezüchtet werden, wird jetzt auch wieder. Aber da hatten wir plötzlich eine Zucht und plötzlich ist die Anzahl der Tategoi explodiert. Der ist jetzt 8 Jahre alt, schauen sich die Schönheit an. Und Sascha, daran sieht man, dass du wirklich Koi-begeistert bist. Und ich meine das gerade im Ernst, du guckst dir gerade nochmal ganz genau die Qualität an. Das Einzige, was er ein bisschen hat, wobei das bei Sanke nicht so entscheidend ist, mackiger Asai, das heißt, das Rot geht ein bisschen zu weit. Liegt ein bisschen zu weit oben, geht nicht weit genug an den Seiten runter, aber ansonsten absolut fantastischer Körper, fantastisches Schwarz, fantastisches Rot. Da gibt es überhaupt gar nichts dran auszusetzen. Und Frank und Valentina hatten sehr viel Glück, weil Makoto hat letzten Herbst etliche Koi, die seither unglaublich teuer waren, jetzt irgendwann mal im Preis drastisch gesenkt auch. Der hat ein Jahr zuvor ein Jahr davor hat er noch das Dreifache gekostet, aber es macht auch für einen Züchter keinen Sinn, da jedes Jahr zu warten, bis jemand kommt, und dann ist natürlich der Preis auch ein starkes Argument, aber ich möchte trotzdem sagen, das ist dennoch kein Koi, den man jetzt geschenkt bekommt oder für das ganz, 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 ganz kleine Geld. So. So, Frank filmt noch kurz. Sascha setzt ihn gleich um. Sascha hat einen Bootsführerschein bis 80 cm. Perfekt. So, und dann könnt ihr auch gleich schon den Ginrin Chagoi holen. Das ist der Koi, der noch das meiste Tategoi-Potenzial hat. Die drei, die wir jetzt gesehen haben, die sind jetzt natürlich am Ende ihrer Tategoi-Reise angelangt. Der Sanke wächst noch 5 cm über die Jahre. Der Orenchi Karashi, der wird die 100, 101, 2 machen. Und der Kawari wird auch auf 1 Meter gehen. Aber das macht jetzt keine Sprünge mehr. Und da weiß man schon, was man hat. Ganz anders ist dieser 4-jährige Ginrin Chagoi, wo Konishi Makoto sagt, es ist der beste Ginrin Chagoi, den er je hatte, und das gleich von mehrerlei Hinsicht. Er hat einen
perfekten Körper, das hatten wir natürlich schon öfter. Er hat ein geniales Ginrin, das hatten wir auch noch schon öfter. Er hat eine ganz eigene Farbe, das geht so ins Bronze. Sagt ihr Bronze oder Bronze? Bronze. Bronze. Und die Farbe ist ganz außergewöhnlich, die sieht man nur ganz, 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 ganz selten. Und das Außergewöhnliche ist, dass auf diesem Koi alles drei zusammenkommt. Also Körper, Farbe und Ginrin. Schauen Sie das an. Das ist doch der absolute Oberwahnsinn. Und das macht ihn in Summe zu einem absolut außergewöhnlichen Koi. Und den wollte Makoto eigentlich gar nicht verkaufen. Aber das ist in Japan mal so, wenn man mit den Kunden dann auch noch befreundet ist und schon sehr viel Zeit verbracht hat und die Kunden schon mehrfach in Japan waren, dann wollen die auch nicht Nein sagen. Oh, schauen Sie das an. Das ist doch brutal. Richtig geil. Und dann wollen sie auch nicht Nein sagen und dann hat man sich auf den Preis geeinigt. Und also der ist jetzt durch den Transport ein bisschen dizzy. Ist auch normal, weil das Transportwasser mit CO2 anreichern, was sie abatmen. Und dann werden sie schön müde. Ist auch ein toller Effekt. Ja, und wie eingangs gesagt, er hat den höchsten Tategoi-Wert, weil er einfach noch das größte Entwicklungspotenzial für die Zukunft hat. Und Entwicklungspotenzial heißt, und das müssen wir uns jetzt nicht mal, müssen wir auch mal die negativen Aspekte sehen, keine Chemie zu bekommen, die Farbe zu halten, schön zu wachsen. Also wir überlegen bei Tategoi-Potenzial immer das Positive, was passieren sollte im Idealfall. Aber wir müssen genauso beim Tategoi an die negativen Aspekte, die nicht eintreten sollen, die nicht passieren sollten, denken. Und das ist dann bei so einem Koi, der farblich eigentlich fertig ist, sehr viel wichtiger. Aber das ist auch von den Flossen, von allem, Kopfform, Kopfgröße, absolut genialer Ginrin Jagoi. Are you happy with this fish? Happy, happy? You are happy? I love this one. So, Sascha eilt herbei. Und dann wird er noch umgesetzt. Dann haben wir es auch schon geschafft. Ta-da-da-da. Omedetto gozaimasu. Das heißt, so viel wie herzlichen Glückwunsch, nicht so viel wie, das heißt herzlichen Glückwunsch. Und wir begutachten noch die Koi im Teich. Vielen Dank euch beiden, vielen Dank Sascha, machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.